Hallo zusammen, es ist Mittwoch, 17. März, wir haben 17.46 Uhr. Vor euch liegt der DAX-Tagschart, es ist die Mittwochsanalyse. Und ich habe nichts verändert gegenüber der letzten Woche. Ich habe den äußeren Trend, der kommt von hier. Ich habe den Trendkanal, den inneren und den äußeren. Beide treffen sich jetzt hier momentan. Heute ist das bei 14.680. Wir machen hier schon wieder so ein Plateau und heute war die Schwankungsbreite, das waren ja gerade mal 62 Punkte. Also schon frech. Ich habe also auch zum Glück relativ früh den Bildschirm ausgemacht, weil ich wollte es dann einfach das Elend nicht sehen. Weil das macht auch nicht wirklich Spaß. Wenn man nicht gerade irgendwo in VW dabei ist oder vielleicht einer Bata oder einer BMW, dann ist das hier insgesamt ein ziemliches langweiliges Unterfangen. So, also wir bauen jetzt hier so einen Top und wir haben hier oben bei 14.680 laufen beide Kanäle zusammen. Das MACD ist leicht negativ, das ist aber logisch. Das Histogramm ist ja nichts anderes als der Unterschied zwischen diesen beiden Linien hier und es geht natürlich ein bisschen runter, weil wir so eine Art Seitwärtsphase jetzt momentan machen. Wir machen schnell einen Move nach oben, machen eine Seitwärtsphase. Da ist nichts Korrektives dabei. Das ist einfach nur ein bisschen seitwärts, dadurch baut sich das natürlich hier ab. Das heißt, auf diese Art Verkaufssignale gebe ich noch nichts. Ich brauche den Freund hier unten unter der 80. Der Oszillator ist bei 92, das gilt natürlich als überkauft, aber das ist völlig egal. Wir sind ja auch am All-Time-High. Also warum der muss auf dem Hoch sein oder sollte zumindest auf dem Hoch sein, sagen wir es mal so. Vom Tageschart habe ich also hier die Punkte 14.680 und hier oben das obere Band, das ist so bei 14.750 max. Als Unterstützung habe ich den alten Durchbruch, 14.195, der sich jetzt verbindet hier mit der 20-Tage-Linie. Das ist also ein Kumulationspunkt hier. Das ist wichtig. Aber von hier aus kann ich jetzt momentan nicht sehen, ob jetzt die nächsten 50, 100 oder 200 Punkte hoch oder runter gehen. Auf jeden Fall scheint mir das Potenzial so langsam eingegrenzt zu sein. Gehen wir mal auf 4 Stunden. Hier sind die 4 Stunden, da sieht man also echt die Arbeitsverweigerung auch von heute, seit gestern Nachmittag. Das war jetzt hier seit 12 Uhr gestern mehr oder weniger wirklich nur ein Seitwärtsgeschiebe. 10 und 20er gleitende Durchschnitte sind auch oder liegen auch zusammen, kann man auch nichts von erwarten. Die Bänder sind ganz klar sehr eng, kommen von diesem großen Ausbruch hier seitwärts rüber und verjüngen sich, sagen wir es mal so. Hier macht das MACD auch gar nichts. Das ist kein Signal, was ich hier habe. Lediglich über die Stochastik. Ich bin zwar momentan kurz über der 80, aber das ist auch nicht wirklich vertrauenserweckend. Weder nach oben noch nach unten. Aber der hat überhaupt keine Frage. Locker nochmal die Chance, hier so diese 14.680 zu sehen. Im Moment handeln wir bei 14.588. DAX Schlusskurs war 14.596 und ein bisschen was. Der hat die Chance, da überhaupt keine Frage. Also ich habe hier kein griffiges Verkaufssignal. Auch hier die 14.200, ich runde jetzt mal leicht, bleibt natürlich hier auch die Unterstützung. Ein Verkaufssignal über den Tag hinaus entstünde dann, wenn wir dieses Niveau hier, diese drei Kerzen, 1, 2, 3, das ist bei 14.400, wenn wir das unterbieten mit einer 4-Stunden-Kerze, wäre das negativ. Jetzt schauen wir mal in die Stunde rein. So, jetzt haben wir hier die Stunde. Hier sehen wir also dieses Top, was wir hier bilden, die 14.600. Mir sagt die gar nichts. Ich habe nach wie vor eine 14.630 und ich habe eine 14.700 zwischen 20 und 30. Den Bereich habe ich als Widerstand. Hinzu kommt jetzt noch die 14.680. Von hier ist nichts zu sehen. Das ist ein Non-Event momentan, der Oszillator und auch das MACD können wir vergessen. Also Grundtenor würde ich sagen, ja, wir haben die Chance, hier das nochmal auszufüllen. Ich würde es mal so formulieren, ich glaube, dass das Risiko für die nächsten 400 Punkte, das wir hier sehen, ist größer als das Potenzial, dass wir hier drüber gehen und eine 15.000 ausfüllen. Das sehe ich momentan nicht mit diesem Anlauf, den wir hier schon haben, auch schon seit eigentlich mehreren Wochen. Das sehe ich nicht. Das glaube ich nicht, aber wir werden es sehen. Ich habe kein schlüssiges Verkaufssignal. Auch hier kommt es erst unter 14.400. Und ich habe euch folgenden Schein mitgebracht. Ein Call möchte ich auf jeden Fall unter diese 14.200 nehmen. Und ich habe mir den hier ausgesucht. 14.147. Ich runde leicht. Das ist ein 32er Hebel, fast 33. Das ist die GH2Y81. Die kommt allerdings erst zu tragen, wenn wir die 14.630 mit einer Stundenkerze Schlusskurs überbieten.
besonders Mutige können natürlich auch dann hier so an den 14.400 herangehen. Aber ehrlich, das ist mir dann auch mal ein bisschen zu heiß. Das wollte ich jetzt eher nicht. Als Put habe ich den hier ausgesucht. Das ist ein 15.025er. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass wir in dieser Bewegung die 15.000 auch nur ankratzen. Ich sehe das nicht so. Das ist die GB7TSE. Gustav Bertha 7, Theodor Siegfried Emil. 15.025. Da liegen wir also hier außerhalb des Charts. Das war dann noch hier oben. Der kommt zum Tragen, wenn wir unter die 14.400 gehen. Im Moment ist das ein 33er Hebel, dann wird er natürlich dementsprechend niedriger sein. Aber da ist die 14.400 ist über den Tag hinaus ein ziemlich wichtiger Point. Ich wünsche euch viel Spaß, happy trading und fette Beute. Bye, bye.